Da steckt's nicht drin, ey. Muss ich jetzt so tun, als ob ich gleich mit meinen Leuten von da an. Aber du weißt nicht, dass die alle bewusstlos sind, dass die alle reingehen. Ich weiß, ich bin gar nicht, ich komme ja erst gleich. Durch die? Nur, dass ich mal so für mich was mitkriege, zu üben. Ja, Jungs. Und damit helfe ich euch. Alles sicher?
1000 Liter, oder? 1000 Liter, ja. Und dein Fahrzeug ist nicht. Arbi. Ah. Einsatzhaltung von Angriff bekommen. Wir haben hier einen 1000 Liter Kanister, ca. 700 Liter sind raus. Wir könnten hinten mit einem Blindstoffbuch als Akkupplung die Füße abrichten. Wiederholen, wir haben hier einen 1000 Liter Kanister, ca. 700 Liter sind ausgetreten. Wir können das Ganze mit einem Blindstück abrichten. Wir haben hier einen Fahrer. Ich bin Hans-Günter Wichermann, Einsatzleiter für diese Jugend hier heute. Stellvertretender Amtsführer des Amtes Dresland. Und wir haben hier heute eine Übung vorbereitet, für die wir an Großbrackau, Barmissen, Honigsee und Hochsee hier, was wir noch dazu geholt haben. Thema war Gefahrstoff. PKW mit einem Anhänger, mit einer Flüssigkeit drauf, hat eine starke Rauchentwicklung ausgelöst. Zwei Personen waren hier bewusstlos. Es stellte sich nachher in der Übung raus, dass auch diverse Feuerwehrleute dadurch bewusstlos geworden sind, weil sie sich Rauch eingeatmet haben. Das war so das Eingangsszenario. Ausgangsszenario dazu war halt eben, dass wir hier diese Gefahrenstelle abgearbeitet haben. Wir PA-Träger nachfordern mussten, die Übung für den PA-Bereich und zum Thema Gefahrgut.